Wie funktioniert die perfekte Verbeugung auf der Bühne? Oh, tell me. Von dir wird ja oft gesagt, dass du eine Rampensau bist. Ich bin da manchmal selber überrascht, wie sehr ich so einen Schalter umschalten kann. Man sagt ja schon auch, dass man sich irgendwie nackt macht, wenn man auf eine Bühne geht. Annalena, du hast uns eine Einkaufsliste geschickt. Wir haben brav eingekauft. Was gibt's denn? Ich dachte mir, wir können ein mediterranes Ofengemüse machen. Okay, cool. Da müssen wir jetzt eigentlich erstmal schnibbeln, ganz viel. Gut, wer macht was? Mach ich mal die Zwiebeln. Wir können ja einfach mal die Auberginen und die Zucchini machen. Wollen wir noch was zum Schnibbeln? Zwiebeln sind die, ihr Schnibbeln hier. Du wolltest eigentlich ursprünglich mal Profi-Oboistin werden, warst bereits an der Hochschule für die Aufnahmeprüfung angemeldet und hast dich dann doch für den Gesang entschieden. Ich habe dadurch, dass meine Eltern beide Sänger waren, in meiner Jugend mich ein bisschen dagegen gewehrt, dass ich jetzt auch Sängerin werde. Und deswegen habe ich einfach das sehr verfolgt mit dem Instrument. Und habe aber dann nach dem Abitur gemerkt, oh nee, irgendwie das mit dem Singen, das irgendwie ist es noch mehr an meinem Herzen und ich muss das jetzt einfach machen. Du hast uns ja heute ein ganz besonderes Stück mitgebracht, mit einer Begleitung sogar. Ja, und zwar habe ich die Friederike Heumann mit ihrer Gambe mit dabei. Hallo Friederike, schön, dass Hallo. Du da bist. Hi, cool, dass du da bist. Wirklich eine Premiere. Erstmals im Tiny House eine Gambe und eine Begleitung für einen Gast, also eine Duo-Formation. Das, so viel Orchester hatten wir noch nie im Tiny House. Was ist das denn genau für ein Instrument, das du uns mitgebracht hast? Sieht man eine sechsseitige Viola da Gamba. Viola da Gamba unterscheidet sich von den Geigeninstrumenten, sieht man ganz leicht, hat Bünde wie eine Gitarre, hat mehr Saiten, ist anders gestimmt und heute ist noch mal ganz anders gestimmt. Das heißt, das ist wirklich ein historisches Instrument, auch mit historischer Beseitung, also Darmsaiten und so weiter wahrscheinlich. Genau, die sich leider leichter verstimmen als andere modernere Saiten. Ja, das ist das Problem. Aber dafür klingt sie schön. Wir haben Musik aus der späten Renaissance dabei, genau genommen aus dem Jahr 1601. Das ist so die Shakespeare-Zeit und das Ambiente der lauten Lieder, aber das Repertoire gibt es eben auch für Gambe. Herrlich. Worum geht's in dem Lied? Klingt nach Liebe. Ja, es geht aber auch so ein bisschen um Maß halten. Also in der zweiten Strophe heißt dann, ja, man muss aufpassen, dass man nicht zu nah an die Sonne kommt, weil sonst verbrennt man. Damals wie heute. Genau. Wir hören ja heute Abend auch die ganze Bandbreite des Liedes, von dem sehr modernen bis zum sehr, sehr alten. Und das ist ja auch das Besondere, oder, dass das Lied quer durch die Musikgeschichte geht als Form. Für mich ist das Lied wie so ein bisschen so eine Essenz in der Musik, weil das so ein für mich perfekter Zusammenschluss aus
Lyrik, also Literatur und Musik ist. So, das fing ja schon wirklich irgendwie im Mittelalter an mit so Minnesängern, die irgendwie auf die Liebe gesungen haben. Und dann zog sich das einfach durch. Und genau, wird eben heute in jedem zweiten Popsong gemacht. Annalena, wenn du aufwachst, weißt du sofort, wie dein Tag ist. Das haben immer andere Sänger gesagt, dass er weiß sofort, wenn er aufwacht, wie er singt, und da kann man auch nichts dran machen. Lustig, wenn du das so sagst. Ich mache das schon auch, dass ich aufwache und denke, oder halt nicht. Manchmal habe ich auch die tollsten Tage mit der Stimme. Das merke ich dann schon so unter der Dusche und denke mir, schade, dass heute kein Konzert ist. Läuft alles. Die Verbindung von Psyche und Körper beim Singen ist ja schon extrem. Ist eigentlich wie so eine Art Barometer eigentlich. Die Stimme ist eigentlich immer so ein Ausdruck der seelischen Verfasstheit. Wie steuert man das als Sängerin? Ich glaube, das ist irgendwie wie so ein Tanz, den man da aufführen muss. Also eine Mischung zwischen, wie viel eigene Emotionen lasse ich zu oder fühle mich da rein. Man sagt ja schon auch, dass man sich irgendwie nackt macht, wenn man auf eine Bühne geht. Das ist einfach wie so ein Ausdruck dieser Gefühle eben über die Stimme. Und trotzdem muss man irgendwie lernen, das so ein bisschen zu trennen. Keine Ahnung, sonst könnte ich ja nie auf einer Beerdigung singen. Und da ist dann in so einem Moment dann doch, einfach weil es das ist, was wir tagtäglich und immer machen, dann manchmal ist es halt auch einfach nur ein Job. Ein Job, ja. Ist ein bisschen wie der Arzt, der zum Operieren geht, kann ja auch nicht allzu viel fühlen, auch wenn das eine sehr natürlich emotionale Sache ist für alle Beteiligten. Ja. Ja. Machen wir volle Pulle heiß, ja? Du singst ja unglaublich vielfältig und jetzt hast du auch ein ziemlich abgefahrenes Stück dabei, oder? Was ist das? Es ist gar nicht so abgefahren eigentlich. Es ist einfach ein bisschen ungewöhnlich, weil es mit so Einspielungen funktioniert. Und genau, es ist halt einfach noch ein sehr junges Stück. Also es ist aus dem Jahr 2017. Sehr schön. Die Bäume stehen neben sich. Die Sonne sucht den Regen, der Mond ist wirr und hat sich nicht im Griff, er spuckt die Blätter an und schreit der Wiese ins Gesicht. Ein Kind und Mutter hält den blassen Ball im Arm wie ihren Kopf. Der Massen Nylonfäden aus allen Wolken reichen, die aufrecht und unsere Köpfe halten. Das ist total abgefahren. Ich dachte, du machst deine Steuererklärung, wenn du hier deinen Computer rufst, dann kam das. Sehr cool. Was ich auch irgendwie total mag, einfach an so neuer Musik oder sowas, wenn man sowas Zeitgenössisches hat, dass man dann auch ganz zeitgenössische Texte hat. Und worum ging es da in dem Lied? Ja, das ist irgendwie lustig, so nachmittags im Park. Eigentlich bisschen so absurd, ne? Bisschen absurd. Die Mutter hält den Ball im Arm wie einen Kopf. Und dann heißt der Text, da müssen Nylonfäden aus allen Wolken reichen, die aufrecht uns und unsere Köpfe halten. Also dann wird so ganz... Dada im kleinen Tiny House, ist doch super. Hörst du selbst Popmusik? Ja. Ja? Ja, natürlich. Ich bin einfach ein Fan von Musik mit Texten. Wenn das einfach von Herzen kommt und irgendwie schön gemacht ist, dann berührt mich das. Und das, natürlich höre ich das dann gerne an. Hörst du auch Schlager? Tatsächlich eher nicht so. Ja, aber ein Schlager aus dem Frühbarock oder Renaissance eigentlich hören wir jetzt gleich. Ist eigentlich fast auch schon Popmusik. Ja. Würde ich schon sagen. Und es geht auch um ein Thema, das könnte auch irgendwie, ja, sonst wer von Helen Fischer sein.
Okay. Was eine ist Gamba? Schon? Ja. Jetzt muss ich doch mal gucken, was. Das ist ja schon sehr spezielle Notation. Ist ein bisschen nerdy hier. Aber, aber das ist ja wie, es ist wie, wenn man Mittelhochdeutsch liest oder so. Es ist viel leichter, als man denkt. Okay. Griffschrift einfach nur. Die Position auf dem Griffbrett. Griffschrift. Ganz andere Art zu notieren, aber sie ist ja auch lange her. Whither runneth my sweetheart? Whither runneth my sweetheart? Whither runneth my sweetheart? Stay. Essen fertig. Okay. Los geht's. So, kommt alle. Komm. Essen, Essen, Essen. Alle dazu. Alle. Los geht's. Wie isst man immer erst nachts?